Hey Leute und willkommen zum neuen Video von mir. Diese Woche befassen wir uns mit dem ganzen Transweg und wir wollen da einfach mal einen Überblick geben, wie das so ablaufen könnte. Und deswegen wird jeder von uns eine Station auf den Transweg übernehmen und was darüber erzählen. Und ich fange mit dem Coming Out an, mit dem inneren Coming Out und mit dem, ich sag mal, großen Coming Out. Und der Mauro macht dann als letztes die OPs. Und man muss als allererstes sagen, dass der Transweg für jeden individuell ist. Jeder kann selbst entscheiden, wie weit er gehen möchte, was er für sich selbst braucht. Ja, und deswegen kann auch jeder Transweg anders aussehen, auch von der Reihenfolge. Wir haben jetzt mal eine Reihenfolge, wie es meistens ist, gewählt. Trotzdem kann der Transweg immer anders aussehen mit der Reihenfolge. Also fange ich, und das ist eigentlich aber auch in den meisten Fällen so, mit dem inneren Coming Out an. Das bedeutet einfach, dass man für sich selbst herausfindet, dass man transsexuell ist. Das innere Coming Out gibt es auch bei den anderen Sexualitäten, lesbisch, bi, genau, lesbisch, bi, schwul und so weiter. Ja, man findet für sich selbst heraus, dass man trans ist. Und dann folgt das, ja, ich sag mal, das Coming Out an die Öffentlichkeit. Ja, dann fängt man sich an bei der Familie zu outen, bei Freunden, bei Verwandten, auf der Arbeit, in der Schule, Ärzte, Behörden, Ämter und so weiter und so fort, soweit es halt geht. Ja, fange ich mit dem inneren Coming Out an. Ja, wie gesagt, das innere Coming Out, da findet man für sich selbst heraus, ob man, dass man trans ist. Das ist auch bei jedem anders und individuell. Wenn man ein Gefühl hat, dass da was sein könnte, könnte ich auf jeden Fall den Tipp geben, dass man sich über das Thema auf jeden Fall informiert. Durch Videos, durch Dokumentationen, durch Selbsthilfegruppen, durch generell durch Communities, oder einfach direkt, wenn man Leute im Umfeld hat, in Austausch gehen und einfach mal mit denen reden. Vielleicht kann man sich dann mit den Leuten identifizieren. Vielleicht fühlt man sich da irgendwo zugehörig. Und das hilft einem, sich vielleicht besser zurechtzufinden beim äußeren Coming, beim inneren Coming Out. Genau. Wenn man das innere Coming Out ja für sich herausgefunden hat, dann kommt man zum äußeren Coming Out und outet sich bei der Familie, bei Verwandten und so weiter. Und als allererstes sollte man sich auf jeden Fall eine Person suchen, wo man sich anvertrauen kann und wo man wirklich denkt, dass man sich da sicher fühlt und geborgen und dass die Person einen versteht. Und ja, es muss da nicht direkt Mama oder Papa sein oder die beste Freundin. Es kann einfach eine Person sein, wo man das wirklich denkt. Und da kann man das machen. Und da sollte dann auch niemand auf einen sauer sein, wenn man als erstes zu einer anderen Person geht als zu einer besten Freundin oder zu den Eltern, weil das ist eine Sache für sich. Und da muss man sich echt wohlfühlen. Und da sollte sich dann auch keiner ärgern drüber. Ja, genau. Was man dann noch machen kann, ist sich auf jeden Fall, man hat sich ja vielleicht schon beim inneren Coming Out informiert, auch beim äußeren Coming Out sollte man sich da informieren, dass wenn man mit den Leuten spricht und ihnen das sagt, dass man viele Informationen hat, dass man quasi nicht in, ja, dass einem ein Argument fehlt oder so. Und dass man sich auch besser und sicherer fühlt, dass man zeigen kann, was auf einen zukommt und dass man das sich nicht nur einfach so aus Langeweile ausgesucht hat. Ja, und Arten beim äußeren Coming Out sind zum Beispiel, ja, über
soziale Medien, Facebook, WhatsApp, telefonieren und so weiter und so fort. Dann kann man natürlich direkt ins Gespräch gehen mit der Person oder bei den Eltern. Und wie gesagt, da sollte man sich gut informieren. Und dann gibt es dann auch noch Leute, die können sich besser über Briefe ausdrücken und ihre Gefühle zeigen und das besser ja, erklären. Und da kann man dann auch Briefe schreiben. Genau. Und über ja, WhatsApp, SMS und so weiter. Genau. Und wenn man dann sich geoutet hat, sich dem Klaren ist und sich in der Gesellschaft outen konnte, in der näheren Umgebung, im näheren Umfeld, dann ist man schon mal einen Schritt weiter. Und dann geht es zum Thema, was dann der Angelo macht, und das sind die Therapeuten. Ansonsten noch viel Spaß. Ciao, Leute.